Hi, grüßt euch. Einmal mehr aus dem Schnee im Taunus. Das ist der Wahnsinn. Wir hatten jetzt 2 Tage so richtiges Tauwetter. Und das ist auch der Grund, warum ich hier an der A stehe. Denn wir hatten auch richtig Hochwasser auf einmal bekommen durch das viele Schmelzwasser von den Bergen. Ja, aber heute Morgen aufgewacht, 15 cm Neuschnee. Mal gucken, ob es der letzte blieb oder ob da noch ein bisschen mehr nachkommt. Ich habe mir gedacht, völlig egal. Ich gehe trotzdem an der A entlang, auch wenn jetzt natürlich das Schmelzwasser keinen Nachschub mehr bekommt. Zumindest nicht heute. Allerdings in ein paar Tagen wird es sicher schon wieder anders aussehen. Und da möchte ich heute einfach ein bisschen dem Verlauf der A folgen, ein paar Stellen zeigen. Wir haben tatsächlich auch teilweise überflutete Wiesen gehabt, links und rechts der A. Das sieht man jetzt natürlich nicht mehr. Ich habe aber schon gesehen, es gibt einige sehr matschige und jetzt auch vereiste Stellen. Wir haben -2 Grad. Wir sind jetzt ungefähr 1,5–2 Kilometer von der Quelle entfernt. Das zeigt schon, dass wir hier ein relativ breites Flüsschen haben. Das haben wir meistens erst ein paar Kilometer oder sagen wir mal 2 Kilometer weiter flussabwärts. Und wenn ihr noch nicht genug vom Schnee habt und mich begleiten wollt, dann bleibt dran und kommt mit. Und an der Stelle verschwindet die A für ein paar hundert Meter im Untergrund. Kommt vorne noch ein weiteres Flüsschen dazu, der Silberbach. Und ich gehe mal ein Stück weiter, bis er wieder rauskommt. Thank you.
Damit sind wir jetzt hinter Salzenhahn angekommen an der Aa. Sie ist schon richtig schön breit. Ihr habt gesehen, hier unten ist einiges überflutet. Ich bin sicher, wenn die Schneemassen, die hier hinter mir sind, tauen, wird es nochmal merklich mehr. Aber für heute soll es das gewesen sein. Mir wird langsam richtig kalt, muss ich sagen. Ich hoffe, die Eindrücke haben euch trotzdem ein bisschen gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao.